In den letzten Wochen ist das ein alltäglicher Anblick in weiten Teilen Europas. Feldfrüchte versinken unter einer Decke aus Schnee. Hier in der Nähe von Lyon in Südfrankreich hat der Lauch stark unter dem eisigen Winter gelitten. Sehen Sie, das Gewicht von Schnee und Eis hat die Blätter abgeknickt. Das gibt weiße Knickspuren. Die Blätter müssen wir am Ende abziehen und wegwerfen. Normalerweise wird Anfang des Jahres geerntet, aber die gefrorenen Pflanzen aus dem Boden zu ziehen, würde ihnen zusätzlich schaden. Der Bauer kann nur auf Tauwetter warten, um dann schnell abzuernten und seine Verluste zu zählen. Nicht nur die Bauern leiden unter dem harten Winter, auch dieser Großhändler spürt die Folgen. Das Kilo Lauch ist von 80 Cent auf 1,80 Euro bis 2,20 Euro gestiegen. Bei Tauwetter stabilisiert sich der Preis wieder innerhalb weniger Tage. So billig wie vorher wird es trotzdem nicht. Als Europas größter Agrarexporteur kann sich Frankreich längere Frostperioden nicht leisten. Und bei vielen wird die finanzielle Eiszeit noch Monate anhalten.